Wie heißt sie nochmal? Faye. Faye. Faye und Ben. Faye und Ben. Ganz einfach. Okay. Fällt der Frank aus. Danke für die ganzen Zusatzinformationen. Von Faye Ben. Voll gebrauchen kann gerade. Danke. Es ist halt die Faye Ben Brillen. Die tragen Lehrer gerne. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Computerspiele für den Unterricht. Mein Name ist Maya Römer und ich bin hier mit meinen beiden Kollegen aus dem Zentrum für didaktische Computerspielforschung der Pädagogischen Hochschule Freiburg, einmal Jaron Müller und Jan Böhlmann. Und wir werden heute über das Computerspiel A New Beginning sprechen. In dem 2010 veröffentlichten Point-and-Click-Adventure-Spiel von Daedalic Entertainment geht es um die verheerenden Folgen, die eine menschengemachte Klimakatastrophe haben könnte. In dem Spiel droht dem noch überbliebenen Rest der Menschheit die endgültige Auslöschung, weswegen sich die Forscherin Faye unter anderem mittels Zeitreise in die Vergangenheit begibt, um dort zu versuchen, die Klimakatastrophe abzuwehren und die Menschheit eben auch davor zu warnen, welche Folgen es davon geben könnte. Sie möchte dabei den Wissenschaftler Ben Swenson treffen, denn dieser hat zu Beginn des 21. Jahrhunderts über erneuerbare Energien mit Algen geforscht. In der Gegenwart angekommen, muss sie jedoch feststellen, dass Ben sich bereits im Ruhestand befindet, da seine Karriere nicht ganz so ideal verlaufen ist und er ihr eigentlich auch nicht wirklich helfen möchte. Nach einer Weile gelingt es ihr aber, ihn davon zu überzeugen, dass seine Wissenschaft wichtig ist und er sie fortsetzen sollte und seine Ergebnisse auch auf einer Klimakonferenz zu präsentieren. Darüber hinaus droht aber eine weitere Katastrophe, nämlich ein Atomkraftwerk, das explodieren könnte und dessen Auswirkungen eben dafür sorgt, dass die Erde dann unbewohnbar werden könnte. Im Spiel schlüpfen die Spielerinnen abwechselnd in die Rolle der zeitreisenden Faye und in die des Wissenschaftlers Ben und müssen eben versuchen, im Verlauf des Spieles verschiedene Rätsel zu lösen, damit die Geschichte zu Ende gespielt werden kann. Wir schauen jetzt einmal gemeinsam in das Spiel hinein und dafür haben wir heute wieder unsere Hilfskraft bei uns, Julius, der das ganz zauberhaft macht und uns heute unterstützt. Danke, Julius. Ja, vielen Dank dafür. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Nachdem wir jetzt einen ersten Eindruck darüber erhalten haben, wie das Spiel dann so aufgebaut ist, wäre meine erste Frage an euch beide: Wie hat euch das Spiel gefallen? Ich fange mal an und sage, als Adventure- und Puzzlespiel, das nebenher auch noch eine Geschichte erzählt und damit eine bestimmte Botschaft vermitteln möchte, fand ich es super spannend umgesetzt und auch total interessant, mich da so reinzufuchsen. Da ich es aber jetzt unter dem Gesichtspunkt gespielt habe, wie bringe ich das in den Unterricht, hatte ich extreme Schwierigkeiten damit, weil ich im Unterricht nun mal keine Zeit dafür habe, um eingehend den Lernenden Zeit zu geben, Rätsel zu lösen, bevor ich überhaupt zu den Inhalten komme. Aber an sich ein großartiges Spiel, das halt seine Hürden hat, um es in den Unterricht zu bringen.
Guck, das sehe ich anders. Also denn erstmal grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich finde es auch ein cooles Spiel, weil ich als alter Adventure-Spiel-Freund einfach da viele tolle Sachen sehe. Ich sehe da auch viele gute Ansätze, die wir im Deutschunterricht behandeln können. Und es gibt natürlich die ein oder andere Krücke, über die wir so drüber müssen, das ein oder andere Rätsel, was ein bisschen länger dauert. Da bin ich schon dabei, aber ich glaube, viele Dinge lassen sich handwerklich und methodisch gut umarbeiten. Und da muss man dann wieder sehen, da stecken einfach extrem viele Potenziale drin. Also, was ich total cool fand, um da direkt anzuknüpfen, war beispielsweise das unzuverlässige Erzählen. Wir haben hier immer wieder diesen Sprung mit den verschiedenen Zeitachsen. Das ist ja schon was, sich da irgendwie zu orientieren, ist knackig und das ist ein bisschen kompliziert, wobei das farblich gut aufgebaut ist. Man sieht auch jetzt schon hier hinter uns den Unterschied zwischen der dystopischen Zukunft und der quasi Jetztzeit. Wobei, ob das die Jetztzeit ist, werden wir dann ja noch sehen im Laufe des Spiels. Ich spoilere da, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich das so ankündige, dass es das wahrscheinlich nicht ist. Aber dennoch haben wir halt eben diese verschiedenen Ebenen, die finde ich prima. Wir haben zwei Figuren, die wir gut unterscheiden können. Also es gibt schon viele Aspekte, die ich gut finde. Die meisten Rätsel finde ich auch einigermaßen fair. Aber darüber kann man halt auch wieder, oder da haben wir ja schon drüber gestritten. Gut, vielleicht gerade auch zu den Rätseln oder zu den Aufgaben. Ich sehe gerade, Julius ist schon dabei, rauszufinden, wie dann der Motor wieder zum Laufen gebracht werden kann. Und mir ging es da so, dass ich fand, dass man nicht ganz so viel Hilfestellung bekommen hat. Also dass jetzt nicht klar irgendwo angezeigt wurde, hier oben erhältst du eine Anleitung darüber, wie du das Rätsel lösen könntest. Wie ging es euch damit? Wie ging es euch mit den Rätseln? Ich spiele seit 100 Jahren Adventure-Spiele, ich kann das. Aber es ist halt, ich sehe das Problem schon auch. Also es ist diese spezifische Denklogik, die Adventure-Games einfach haben, die ist da voll durchgezogen und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man in diesem Spiel haben muss. Gleichzeitig, schulisch gedacht, sind das immer wieder Anschlusskommunikationsmöglichkeiten, wo wir sagen können, da können die Kinder miteinander ins Gespräch kommen, gucken, wie ist bei dir die Handlung vorangegangen, wie ist sie bei mir vorangegangen, an welchen narrativen Enden lag es denn jetzt, dass das passiert ist, was passiert ist. Daher finde ich das nicht so problematisch, aber es hilft auf jeden Fall, das haben wir auch gesagt, wenn man als Lehrkraft eine Komplettlösung da hat und die Kinder vielleicht nochmal nachlesen dürfen an der einen oder anderen Stelle. Oder das sind halt alte Adventure-Game-Cracks, dann braucht man es nicht. Ja, und da sage ich eben aus der Perspektive von jemandem, der eben nicht mit Adventure-Games groß geworden ist, der schon auch mal ein, zwei gespielt hat, aber der da eben nicht seine sozusagen seine Kindheit mit verbracht hat. Ich habe mir wirklich an leider nicht wenigen Stellen die Zähne ausgebissen und hatte dann leider auch häufig das Gefühl, dass ich auf eine Lösung entweder nur durch sehr viel Ausprobieren oder durch Zufall hätte kommen können. Das ist halt dann meine subjektive Wahrnehmung und da hatte ich dann auch ein bisschen das Gefühl, dass ich zu viel Zeit damit zugebracht habe, Dinge zu tun, die eigentlich die Geschichte gar nicht, also zwar voranbringen, aber die keinen großen Auswirkungen auf die Geschichte haben. Das war so ein bisschen mein Problem damit. Aber wie du sagst, mit entsprechenden Hilfestellungen, und da möchte ich kurz noch auf deine Frage direkt antworten, weil du ja meinst, es gibt keine wirklichen Hilfestellungen im Spiel. Das, finde ich, ist in manchen anderen Spielen besser gelöst und das hätte ich mir da auch spielintern gewünscht. Ja. Aber klar, mit entsprechenden Hilfestellungen von außen kann man sich das schon vorstellen. Mhm. Gut, dann wäre jetzt aber eine Frage direkt dazu. Ihr habt jetzt ja schon mehrmals erwähnt, dass es da um diese ganze Geschichte geht. Und das heißt aber, ihr würdet auch sagen, man muss das ganze Spiel durchspielen oder sagt ihr, nur Teilausschnitte reichen vielleicht schon? Also ich würde sagen, man sollte schon die wichtigen Punkte abgreifen. Man sollte von Anfang bis Ende des Spiels spielen. Aber es gibt verschiedene Passagen, die kann man gegebenenfalls über gut gesetzte Speicherpunkte oder so überspringen, die einfach sehr frickelig sind, die die Geschichte kaum vorwegbringen. Wir haben das bei anderen Spielen schon gemacht, dass wir da einfach mit Videosequenzen gearbeitet haben, wo man dann einfach mal 2 Stunden Spielzeit mit ganz viel Tüfteln und Minispielen runterbricht auf 5 bis 7 Minuten. Weil das reicht auch dann manchmal. Oder macht dann eine PowerPoint-Präsentation mit Bildschirmfotos oder so, dass man sich kurz durchklickt, sie kommen hierhin, machen das und das. Aber der eigentliche Clou des Spiels kommt halt wirklich erst am Ende auch raus. Weil viele der Fragen, die da verhandelt werden, sind eben erst am Ende so weit, dass man da sagen kann, ah, jetzt ergibt das Ganze irgendwie auch einen logischen Bogen. Dementsprechend, wir sagen schon, das ganze Spiel. Das ganze Spiel als Gesamtwerk. Ja, wie eine Ganzschrift. Also ich bin ja der große Verfechter davon zu sagen, Adventure-Spiele sollte man verwenden wie Kinder- und Jugendliteratur. Einfach das Ding nehmen und die gleichen Fragen stellen. Welche Handlung ist es? Wie ist sie aufgebaut? Welche Figuren haben wir? Wie lassen die sich analysieren? Und da muss man sagen, da bringt das Spiel auch relativ viel mit. Das stimmt auf jeden Fall.
Was mir auch aufgefallen ist, diese Zwischensequenzen fand ich sehr angenehm, dass sie ja so ein bisschen an Graphic Novels erinnert hatten. Also, dass sie diese einzelnen Panel hatten, die sich bewegt haben. Wie fandet ihr das? Und sagt ihr zum Beispiel, das findet ihr, ist vielleicht hilfreich in dem Moment, wenn ich es als Gesamtwerk ansehen will? Oder sagt ihr, ich fände es einfach als reine Videosequenz viel schöner? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Und da muss man, denke ich, auch ein bisschen mit der gewählten Technik argumentieren. Wir haben hier ja, wie man im Hintergrund sehr schön sieht, diesen handgezeichneten Stil, der einen ganz eigenen Charme hat, aber zugleich auch gewisse Limitationen auferlegt, was auch einfach die Möglichkeiten des Studios anbelangt. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, wenn jetzt die gesamte Handlung nur so wie der reguläre Spielverlauf rübergebracht würde, dann könnten Emotionen und so hauptsächlich über die Vertonung rüberkommen. Und wenn man auch mal in die englische Synchronisation reingehört hat, man kann es ja nicht nur im Deutschunterricht benutzen, die englische Synchronisation ist nicht die beste. In dem Fall finde ich es also ganz gut, dass durch diese Graphic Novel-artigen Panels einfach die Emotionen nochmal direkt darüber gebracht werden. Da werden andere Kamerawinkel gewählt, da werden Nahaufnahmen gezeigt. Und so fällt es dann, finde ich, deutlich leichter, in den entscheidenden Szenen nochmal näher an die Figuren ranzukommen und die Emotionen nachzuvollziehen, die da rüberkommen sollen. Sehe ich ganz genauso. Also ich habe lieber so eine Comic-Struktur als eine schlecht gemachte Cutscene. Und ich finde, es setzt aber auch dann diese Phasen schön ab. Und es spielt aber natürlich auch inhaltlich ein bisschen mit der Logik des Spiels, nämlich dass gewisse Informationen einfach nur bruchstückhaft übermittelt sind. Da haben wir eine schöne symbolische Aufladung noch drin. Also insgesamt ist das auch ein Spiel, was sehr aufgeladen ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt diese Anfangsphase mit Ben sehen, Faye ist ja immer noch nicht mit dabei. Dieser gebrochene Mann, der da lebt und wie er lebt und eingefahren ist in seinem Alltag, der nicht sonderlich flexibel ist, da wird Faye ja auch noch viel mit zu kämpfen haben. Da haben wir einfach genau diese Elemente, die sich aber wunderbar auch wieder analysieren lassen, wo wir Sachen haben. Und was man sagen muss, das Spiel ist natürlich ein paar Tage älter, das hat keine allzu hohen Anforderungen, läuft auf Tablets und PCs, das heißt, man kann das auch breit einsetzen. Das sind alles so Dinge, wo ich sagen würde, das spricht auch aus technischer Sicht nichts gegen. Aber eben dann sind, wie Aaron gerade sagte, diese Limitationen einfach da. Ja. Ihr habt das aber gerade ja schon ein bisschen angesprochen mit dem gebrochenen Mann und dass man durch diese verschiedenen Perspektiven vielleicht näher an die Figuren rankommen kann. Und gerade wenn wir jetzt an den Deutschunterricht denken, geht es ja auch ganz oft darum, eben vielleicht nachzuvollziehen, wie es gewissen Figuren geht. Mhm. Und wie findet ihr es, das in dem Spiel umgesetzt? Also glaubt ihr, dass es für SchülerInnen vielleicht hier leicht ist, gewisse Perspektiven einzunehmen? Oder sagt ihr, das ist vielleicht schwieriger? Ich finde es soweit gut umgesetzt, weil an vielen Stellen Fragen über die Motivationen von Figuren auftreten. Also wir fragen uns, wieso ist Ben zum Beispiel so verschlossen Faye gegenüber? Warum sträubt er sich so sehr dagegen, quasi seine Wissenschaft fortzusetzen? Oder später treten dann weitere Fragen bei anderen Figuren auf. Warum verhalten die sich so, wie sie sich benehmen? Und das erzeugt natürlich zum einen die Spannung, die einen dazu bringt, das Spiel weiterspielen zu wollen. Und zum anderen kann das aber auch kognitive Prozesse anregen, dass man eben versucht, das ein bisschen weiter zu spinnen, sich reinzuversetzen und dann zu einem Schluss zu kommen. Ja, wie könnte das denn weitergehen? Was könnte dahinter stecken? Das wird dann nachher natürlich auch irgendwie aufgelöst und dann kann man das auch wieder abgleichen. Ich sage vielleicht noch ganz kurz, teilweise finde ich es auch ein bisschen schwierig, weil man nur relativ eingeschränkte Arten hat, wie man die Figur steuern kann. Und das heißt, man ist auch ein bisschen darauf angewiesen, was das Spiel einem erlaubt, mit der Figur zu tun. Wenn man also jetzt als die Figur etwas durchsuchen möchte und die Figur sagt dann aber nein, dann kann es sein, dass es wieder so ein bisschen Distanz reinbringt. Ja. Aber grundsätzlich finde ich das vom Figurenverstehen her ein super interessantes Spiel. Bei der Handlung sehe ich das ganz ähnlich. Da sind so viele spannende Elemente drin, die man untersuchen kann. Das zieht sich manchmal, da bin ich ja bei dir, aber man hat trotzdem diese Zukunftsebene, man hat die Gegenwartsebene, man hat dieses Problem, was von Anfang an da ist, die Erde ist zerstört, um dann irgendwie dazu zu kommen, dass wir es dann hinkriegen, sie doch noch zu retten. Und dieses, kann man die Erde retten oder nicht, wird ja am Ende auch einigermaßen aufgelöst. Aber trotzdem bleibt es so, dass wir da noch gut zu knabbern haben, auch am Ende. Und ich finde halt eben dieses unzuverlässige Erzählen, was wir an vielen Stellen haben, dieses zeitlich verschränkte Erzählen, sehr, sehr spannend mit vielen guten Dingen. Und was ich bei den Figuren noch sagen möchte,
dadurch, dass wir mit Bent und Faye zwei so unterschiedliche Figuren haben, hilft das natürlich auch dabei, verschiedene Merkmale rauszuarbeiten. Da kann man schön sagen, Faye ist so, Bent ist so. Das lässt sich immer schön als Gegensätze modellieren, wenngleich sie ja im Grunde genommen schon, also Bent ist jetzt nicht so die Person, würde ich sagen, für die man direkt das große Herz aufmacht. Er ja auch nicht für die Menschen, aber trotzdem haben wir da einen guten Ansatzpunkt, den kann man ganz gut beschreiben, würde ich sagen, und analysieren. Es ist irgendwie schlüssig, warum er so ist, wie er ist. Gut, aber da höre ich jetzt ganz klar raus, dass ihr beide auf jeden Fall sagt, man kann ganz viel mit Blick auf die Figuren rausholen aus dem Spiel, auf die Erzählung. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, für welche Klassenstufe würdet ihr das denn empfehlen? Also diese einfache Beschreibung, die Figur ist so oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen, geht vielleicht auch in einer niedrigeren Klassenstufe schon. Aber in welche würdet ihr jetzt sagen, ja, dieses Spiel so als Gesamtwerk bietet sich da an? Eine vierte, siebte würde ich sagen, kann man es machen. Achte ist man relativ safe. Neunte, zehnte geht auch noch. Bei 9.10. muss man schon wieder ein bisschen gucken, weil da ist dann die Komplexität an vielen Stellen nicht mehr ganz so gegeben. Aber dieses ganze BNE-Thema, also diese ganze Frage mit Umweltschutz, Naturschutz, Erde retten und sowas, das hat ja auch gerade dann in der Mittelstufe gute Anknüpfungspunkte. Wobei ich da auch sagen würde, so die wirkliche Reflexion gerade gegen Ende, wo dann so die, naja, da werden die Botschaften teilweise dann schon auch ein bisschen on the nose, sagt man ja im Englischen, rübergebracht. Aber das dann auch wirklich irgendwie auf sich selbst übertragen, das, da würde ich dir zustimmen, da muss man schon eine gewisse Fitness, ich schließe mich mal deinem Begriff da an, dafür mitbringen. Ja. Und deshalb muss man das, denke ich, auch ein bisschen individuell schauen. Wo ist meine Klasse? Wo sind meine SchülerInnen? Und was kann ich denen schon zutrauen, dass die da auch das rausziehen, was ich mit denen erarbeiten möchte? Ja, aber wenn wir uns auf die Lernziele der Mittelstufe mal so einen Blick werfen, da haben wir ganz viel von diesem literarischen Lernen mit drin. Da haben wir viele Möglichkeiten. Wir hätten gegebenenfalls die Möglichkeit zu einem fächerverbindenden Unterricht oder übergreifenden Unterricht. Da, denke ich, ist schon wirklich viel drin. Wie gesagt, das, was halt ein bisschen frickelig ist, sind manchmal Passagen, die was länger sind. Da muss man dann schauen, dass man die gegebenenfalls gut streckt. Aber ansonsten kann ich gegen das Spiel kaum was sagen. Okay, ich glaube, an der Stelle kann man jetzt auch relativ gut zusammenfassen und einmal eben feststellen, dass die Meinungen vielleicht ein bisschen darüber auseinandergehen, als wie angenehm das Spiel jetzt empfunden wurde, vielleicht im ersten Moment, was aber eben auch einfach damit zu tun hat, ob man eben diese Spielart mit Point-and-Click-Adventure mag oder nicht. Und gleichzeitig konnten wir aber, denke ich, sehr schön feststellen, dass es wirklich sehr viele Potenziale gibt, die dieses Spiel bereithält, gerade für den Einsatz im Literaturunterricht. Und aber darüber hinaus natürlich auch durch die Thematik mit der Umwelt und mit dem Klima zu sagen, auch da gibt es natürlich viel, worüber man sicherlich sprechen könnte. Ich denke, wir können hier zusammenfassend auf jeden Fall einmal festhalten, dass dieses Spiel wahnsinnig viele Potenziale vor allem für den Einsatz im Literaturunterricht bietet. Sei es mit Blick auf das Figurenverstehen oder aber im Hinblick auf die Handlungslogik oder die Dramaturgie des Spiels insgesamt. Ob es dann für eure eigene Klasse gut geeignet ist oder nicht, müsst ihr selber rausfinden, weswegen ich sagen würde, schaut einfach mal rein, spielt es einmal an und lasst euch vielleicht davon verzaubern. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid, wo es um ein neues Computerspiel gehen wird und verabschieden uns einmal. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Was ist denn jetzt? Eines der Laufräder scheint zu blockieren. Das erklärt auch, warum der alte Riemen gerissen ist.